ganzen Tag im Mai regnen, damit er wirklich war, damit er Stress. Herzinfarkt zu sterben. Also, da wir alle gerne lang leben wollen, beschäftigen wir uns hier mit Sex und Erotik. Da ich jetzt gerne die Künstler vorstellen würde, bitte ich um Ruhe. Danke. Ich darf als erstes den Dieter Freundl vorstellen. Wenn sich alle umdrehen, genau da in der Nische, da wo ihr heute schon alle wart, nämlich einen Wein holen.
da hängen die wunderbaren Bilder von Dieter. Er sagt, der menschliche Körper ist ein Kunstwerk und dieses Kunstwerk gehört auf die Leinwand. Am liebsten arbeitet er mit Öl und Neutraltinte. Das bringt nämlich nicht nur die schönen Schwarz- und Grautöne heraus, sondern auch die Rottöne. Um das Ganze besonders spannend zu machen, malt er hauptsächlich Ausschnitte. Und die wunderbaren Werke können wir hier geradeaus bewundern. Das ist der Dieter. Wer mit ihm reden will, er ist auch beschriftet. Hier zu meiner Rechten gibt es wunderbare Bilder von Wolfgang Petau. Es handelt sich um Übermalungen. Auf gut Deutsch, er nimmt eine Zeitung, übermalt die und setzt dann einen Akt drauf. Ab und zu lässt er auch was durchscheinen, eine gewisse Message. Zum Beispiel Ollers Blunzen oder Chador. Vielleicht liebt er auch Blunzen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es sehr schön in Szene gesetzt und hier zu Rechten zu bewundern. Gleich in der Nische dahinter ist die Claudia Christoph, hier in Schwarz, dort in etwas bunt und schwungvoll. Sie ist gerade sehr fleißig unterwegs, hängt gerade in ganz Wien, also überall, wo man hinkommt, irgendwo hängt auch mit vorher. Sie malt sehr schwungvoll, sie ist auch als Person sehr schwungvoll und der Strich ist ihr wichtig, das merkt man auch bei den Bildern. Und wie ich sie gefragt habe, naja, warum malst denn du Akt? Sagt, naja, was soll ich denn sonst malen? Alles klar. Hier hinter uns sind die Bilder von der Eva Mazurkoi. Sie steht zu meiner Rechten. Sie malt hauptsächlich Acryl und Zeichnungen. Also sie hat hier 4 Zeichnungen mitgebracht. Und Öl und Acryl. Sie kommt aus Polen, lebt in Deutschland, ist extra hergeflogen mit wunderbaren Bildern und heute auch vertreten, was uns sehr freut. Und sie sagt, ja, Malen ist für mich Ausdrücken von Emotionen. Also da merkt ihr, es ist sehr kraftvoll, es ist sehr stark, es ist sehr farbenfroh. Die Eva ist da ganz kraftvoll vertreten. Ich hingegen präsentiere mich wie immer in Schwarz-Weiß oder wie sehr oft und habe heute meine Klassiker mitgebracht, Bondage. Unter anderem auch ein neues, weil die Carmen Kreuzer hat ihre Hüllen fallen lassen für mich. Und das ganz rechte Bild, ich durfte sie aktmäßig porträtieren, was mich sehr freut. Sie ist auch heute da. Also wer Fragen hat, wie ist denn das, wenn die Lisa einen so malt? Bitte, hier ist die Quelle. Ja, ja. Zückst du halt aus. Männer werden aber prinzipiell gefesselt, wenn ich sie male. Ja, da wird kein Risiko eingegangen. Dann hier zu meiner Linken steht nicht nur der Peter Korb, er hängt auch, ist vertreten mit seinen Bildern. Mit ganz Besonderen. Er ist ja bekannt als Fotograf und er hat hier keine Fotografien aufgehängt, auch wenn es auf den ersten Blick so ausschaut. Er hat das alles am Computer gemacht. Es sind 3D-Animationen. Mit einem Programm, wie auch Avatar hergestellt worden ist, spielt sich damit seit 14 Jahren, sagt er, ob es das Programm so lange gibt, ich habe es nicht nachgeprüft, wir glauben es nicht. Und es sind Einzelstücke, also es ist nicht, dass es hier einen Abzug gibt und dann haben 20 andere Leute auch das gleiche Bild zu Hause hängen. Das sind lauter Unikate, also wie auch von allen anderen Künstlern hier, auch diese Drucker sind Unikate, gibt es nur einmal. Wenn es weg ist, ist es weg, also ich würde schnell zugreifen. Hier zur Linken geradeaus, der Johannes Hickelsberger, der heute auch leider nicht da ist, er setzt Formen in die Form. Eklektizismus, ich habe das Wort geübt, ich habe es jetzt auch richtig ausgesprochen, nennt sich das, wenn man die Pose alter Gemälde nimmt und inszeniert. Er nimmt sie, er setzt sie in einen Akt hinein, er setzt das alles im Computer zusammen, druckt es aus, präsentiert es hier, hat auch neue Bilder mitgebracht aus einer Serie mit Glas, zersprungenem Glas. Ja, lasst sehr viel Raum für Interpretation, sind sehr schöne Werke. Ich freue mich, dass so viele Künstler mitgemacht haben. Jeder hat das Thema Akt und Erotik auf seine ganz eigene Weise dargestellt, interpretiert. Wir haben hier eine ganz große Vielfalt zusammenstellen können, was uns nach einer langen Sommerpause in der Galerie auch sehr freut, dass wir hier mit einem so fulminanten Thema einsteigen können. Ja, Sex ist gesund,
die Studie beweist, wer ein Bild kauft, lebt bestimmt länger. Die Künstler auf jeden Fall, weil die können sich dann wieder was zum Essen kaufen. In diesem Sinne, schlagt's zu, es sind lauter Originale. Man kann sie nur einmal kaufen. Und wer es als erstes heimtragt, der hat es daheim hängen. Danke.